Ich habe zwei Teile. Zuerst gebe ich ein bisschen Überblick, wirklich als Reiseleiter. Und irgendwie bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, ich komme gar nicht in den Predigtmodus rein. Am Schluss gibt es noch eine Andacht dazu. Es ist irgendwie, aber ich glaube, ich habe was zu sagen heute. Wir steigen voll ein. Ich möchte da in, jetzt schauen wir, dass es geht. Wir steigen ein in Paulus' zweite Missionsreise. Was passiert ist, die erste Missionsreise, Paulus war unterwegs mit eigentlich seinem Mentor Barnabas und da hat es eine kleine Auseinandersetzung gegeben wegen dem Cousin von Barnabas und Paulus sagte, nee, auf die zweite Reise möchte ich den nicht mehr mitnehmen. Und sie haben dann sich getrennt sozusagen. Was passiert ist, Barnabas ist dann nach Zypern gegangen, da waren sie schon auf der ersten Missionsreise dabei und Paulus hat Silas mit sich genommen. Die sind dann Richtung Derbe, Lystra und da ist noch Timotheus dazugekommen, der sie auch schon auf der ersten Reise begleitet hat. Sie gingen dann Richtung Troas. Da ist ein weiterer Reisebegleiter mit dazugekommen. Das ist der Lukas. Lukas, der schon, also der Evangelist oder der das Evangelium Lukas geschrieben hat, der Arzt. Der hat da mitgesponnen, die ganze Sache. Und er ist ja ein guter Schreiber, sehr detailliert. Also wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann haben wir ein Augenzeuge dabei. Es ist echt lebendig. Und wenn wir durch den Epheserbrief gehen, bedienen wir uns immer wieder auch von der Apostelgeschichte, weil da ist mehr Leben drin, da ist Action drin. Und das ist also passiert. Von Troas ging es dann weiter. Sie haben das Meer überquert und das ist eigentlich Paulus' erster Schritt nach Europa. Wir sehen hier oben, das ist der Bosporus, das ist Istanbul. Und mit dem Gang dann nach Philippi hat eigentlich die erste Bekehrung auf europäischem Boden stattgefunden. Da hat sich Lydia Gott, Jesus Christus, zugewendet. Und in Philippi gibt es natürlich auch noch die bekannte Geschichte, wo Silas und Paulus dann im Gefängnis waren und um Mitternacht angefangen haben, kraftvolle Worship-Songs zu singen. Und die Ketten wurden gesprengt. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die da der Lukas schön illustriert. Von dort sind sie weitergegangen, dann Richtung Korinth. Und in Korinth haben sie wirklich eine gute Gemeinde etabliert. Und ich möchte eigentlich jetzt von dort einsteigen. In Korinth hat Paulus auch gute Freunde getroffen. Das sind der Aquila und die Priscilla, beides auch Zeltmacher, die mit ihm zusammen ein Gewerbe aufgebaut haben. Und er hat sich dann entschlossen, der Paulus, die mit nach Ephesus zu nehmen. Und da wird, ups, falsche Richtung, total falsche Richtung, kannst du das? Here we go. Er hat sich entschlossen, nach Ephesus zu gehen. Ephesus, auf eine Reise durch Kleinasien zur damaligen Zeit, war ein Muss. Ephesus, sagt man, hatte bis zu 200.000 Einwohner zur damaligen Zeit. Das war also wirklich eine Weltstadt. Im Römischen Reich war sie damals die zweitwichtigste Stadt. Und da ist viel passiert. Wir sehen auch, die Römer haben da wirklich ihren Fußabdruck hinterlassen. Man sieht zum Beispiel hier das Theater, das Römische. Sie haben so einen typischen Hafen gebaut, wie das die Römer immer mögen, um für die ganze für den ganzen Gütertransport. Die haben den künstlich angelegt, also das Meer ist ein paar Kilometer weiter draußen. Und natürlich die ganzen römischen Bauten, die hatten Kanalisationen eingebaut, eine riesen Wasserversorgung. Also eine Stadt, wo man unbedingt hin muss, wenn man eine Strategie hat, um das Evangelium in der damalig bekannten Welt zu verbreiten. Und ich habe hier ein Foto. Man hat in 1960 hat man angefangen damit, Ephesus auszugraben. Und bis heute hat man rund einen Fünftel der damaligen Stadt freigesetzt. Und hier seht ihr ein paar diese Gebäude, die man drauf sieht. Was ganz wichtig ist, auch dieser Tempel hier, das ist der Tempel der Artemis.
wie ihn die Griechen nannten, die Römer nannten in den Tempel von Diana. Diana oder eben die Artemis, das war die Fruchtbarkeitsgöttin. Und was dort im Tempel passiert ist, war ziemlich crazy. Da hat es wilde Sexorgien gegeben, da hat es eine riesen Geschichte um den Tempel gegeben mit Händlern und so. Also der Tempel war wirklich das A und O von Ephesus. Da hat sich die ganze Wirtschaft, das ganze kulturelle Leben und das religiöse Leben drum abgespielt. Und Paulus entscheidet sich eben von Korinth nach Ephesus zu gehen, weil er wusste, das ist eine Stadt, wo etwas passieren muss, wo Gott wirklich reinbrechen muss. Und ich möchte gleich in den Text reingehen. Das sind wir in Apostelgeschichte 18. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus Priscilla und Aquila zurückließ. Er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Sie baten ihn, länger zu bleiben, aber er ging nicht darauf ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Wenn es Gottes Wille ist, jetzt muss ich, glaube ich, weiterklicken. Nee, noch nicht. Wenn es Gottes Wille ist, sagte er, werde ich zu euch zurückkommen. Dann brach er wieder auf. Wenn es Gottes Wille ist. Was für ein Schlagwort von Paulus. Ehrlich gesagt kann man sagen, wenn man ein paar Kapitel weiterliest, und der erste Besuch in Ephesus, das war im Jahr 52 nach Christus. 10 Jahre später hat Paulus den Epheserbrief geschrieben und dann schreibt er Folgendes. Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen. Also es war tatsächlich Gottes Willen. Es war einfach für ihn 10 Jahre zuvor noch nicht ganz klar, was Gott denn mit ihm will. Und ich nenne diese Predigt ganz einfach nur ein Zwischenstopp, Fragezeichen. Wenn Gottes Wille dazwischen ist oder dazwischen liegt. So oft im Leben denken wir, ja, okay, was könnte Gott als nächstes mit mir wollen? Was könnte als nächstes dran sein? Und wir hängen das so groß am Gottes Willen auf. Und es ist dann, ich glaube, wir machen ein zu großes Ding raus. Weil Gottes Wille ist manchmal so einfach und so naheliegend und nicht so die große Sache, worüber man jetzt Ja oder Nein entscheiden muss. Als du gerettet wurdest, hast du nicht nur die Vergebung der Sünden empfangen, du hast nicht nur ewiges Leben empfangen, sondern du hast auch eine Sprache empfangen, die ganz geistlich klingt, wie du dich jetzt ausreden kannst, um irgendwie Nein zu sagen. Und diese Ausrede heißt eben, wenn es Gottes Wille ist. Oder andere Möglichkeiten sind, hört man immer wieder, ich glaube nicht, dass es Gottes Plan ist. Oder der Heilige Geist führt mich irgendwie in eine andere Richtung. Oder lass mich zuerst mit meinem Pastor drüber reden. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Einfach möglichst die Verantwortung jemandem anders zuschieben, als selber Verantwortung zu übernehmen. Oder ich warte noch auf Gottes Antwort. Oder vielleicht wird Gott eine andere Tür öffnen. Oder ich habe gerade den Eindruck, dass was anderes dran ist. Ich tue nur, was im Wort Gottes steht. Und mein absolut Lieblingsspruch, den man immer wieder hört, lass mich darüber beten. Habe ich selber auch schon oft gemacht. Klar, irgendwie aus Unsicherheit. Im tiefsten weißt du, dass Gott etwas Weiteres vorhat, dass es vielleicht nicht die Endstation ist von dem, wo du drin bist, von dem, was momentan gerade passiert, und vielleicht wünschst du dir sogar an einem anderen Ort zu sein. Aber was ist, wenn Gottes Wille genau darin zu finden ist? Und einfach wie Paulus ganz am Anfang
wie ich das gelesen habe, ich merke, da war so ein christlicher Aktivismus. Er wollte unbedingt möglichst viele Menschen erreichen, möchte unbedingt das Richtige tun. Er wollte irgendwo am richtigen Ort sein. Er wollte dort sein, was passiert. Und 10 Jahre später war es ihm irgendwo klar, nee, Gott war wirklich da drin. Ich möchte in eine weitere Stelle gehen, einfach so ein bisschen die Reise, die auch mit Paulus passiert ist, denn der Wille Gottes ist, hat oft damit zu tun, wo du jetzt gerade drin bist. Wir sind schon immer am nächsten dran. Für mich auch immer eine Frage, wo man denkt, ah, falsche Prioritäten. Für mich manchmal die Predigtvorbereitung ist so wichtig. Und du hast nur die Predigt im Sinn und du bist genervt, wenn die Kinder das und das machen. Aber vielleicht ist Gottes Wille gerade dazwischen auch, dass ich mich mit den Kindern abgebe und das Teil dann dazu beiträgt, dass es passiert. Ich fliege heute nach Neuseeland. Ich habe ziemlich viel vor in Neuseeland mit Predigen und allen Sachen, die dort passieren. Und in der Vergangenheit habe ich mich wirklich abgeschottet im Flieger. Da sitzt du 12 Stunden, 2x12 Stunden neben einer Person oder 2 Personen. Und für mich war das nächste Ziel, ist Neuseeland und dort predigen und noch alles vorbereiten und Englisch, Predigt auf Englisch schreiben und all das. Und vielleicht ist es so naheliegend, was gerade Gott jetzt tun will. Paulus hat, glaube ich, unterwegs etwas verstanden. Die erste Missionsreise eben 52 nach Christus, dann kam der zweite Stopp, die dritte Missionsreise, die er dann unternommen hat. Er ist wieder vom selben Ort ausgegangen, wieder mit dem Fußweg durch Kleinasien, diesmal aber nicht direkt nach Troas, sondern jetzt auf direktem Weg nach Ephesus. Also irgendwie hat er gespürt, ja, da ist Gott drin. Und er war dann dort tatsächlich für ganze 3 Jahre. Er hat sich für 3 Jahre lang in die Gemeinde von Ephesus investiert. Da ist wirklich etwas Unglaubliches entstanden. Schriftgelehrte sagen heute wirklich, das war eine der größten Gemeinden. Man sah bis zu 20.000, 30.000 Leute, die da wirklich Christen waren, die Nachfolger Jesu waren. Da ist was gegangen. Er hat sich voll investiert. Und ich möchte seine Abschlussrede lesen. Er ist dann weitergegangen, weitergezogen, hat eine kleine Tour gemacht, wollte dann aber nicht mehr nach Ephesus zurück. Er ging dann nach Milet und hat dann, das lesen wir in der Apostelgeschichte 20, hat dann die Ältesten von Ephesus, die Gemeindeleiter, gebeten, könnt ihr bitte nach Milet kommen, ich möchte euch unbedingt nochmals treffen. Und das war im Jahr 57 nach Christus. Und es ist ein wunderbarer Text, den wir lesen. Ich gehe mitten drin, aber ich sehe, was passiert ist unterwegs. Da steht geschrieben, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Totaler anderer Abschluss im Gegensatz vom ersten Besuch in Ephesus zum zweiten. Was dazwischen lag, war nicht nur ein kurzer Besuch. Hallo, ich habe euch was zu sagen. Paulus hat nicht nur seinen Glauben gegeben, sondern was er beim zweiten Mal wirklich gegeben hat, war sein Leben. Er hat sein Leben investiert. Da ist etwas gewachsen. Da ist eine Geschichte passiert. Weißt du, als Tourist kommst du nie an.
als Besucher kommst du nie an. Als Gast kommst du nie an. Aber Paulus hat wirklich, im Gegensatz von deinem ersten Besuch zum zweiten, ist er angekommen. Und hat gemerkt, hey, es ist nicht nur, dass ich predige und in der Synagoge mit den Schriftgelernten die neue Philosophie von Jesus Christus irgendwo schmackhaft mache. Er musste sein Leben investieren. Und er musste wirklich ankommen. Und für mich ist es irgendwo das Geheimnis, zum Start von dieser Serie, dass die Herausforderung in unserem Leben ist nicht immer, was hat Gott noch alles mit mir vor und es könnte noch alles werden. Und jedenfalls, ich denke so, ich bin eher zukunftsorientiert und ich freue mich auf all das, was noch kommt und was wir geplant haben und was ich immer auf dem Herzen habe. Und mittendrin kannst du verpassen, anzukommen. Denn das Reich Gottes kommt durch uns in die Welt. Es hat so viel damit zu tun, ob wir auch angekommen sind. Ich habe noch ein Bild. Das ist der Hafen, wie er heute aussieht, von Ephesus. Ist eigentlich eine Sumpflandschaft. Heute hast du keinen Zugang mehr richtig zu dem. Und einfach so als Bild, manchmal habe ich das Gefühl, im Leben, in unseren Beziehungen, auch unseren Familien vielleicht, an unserer Arbeitsstelle, aber auch in der Gemeinde. Und kann kurz andocken, kurzer Tourist sein, das Beste für sich rausnehmen und dann tschüss, wir gehen wieder. Und Paulus hat wirklich gesagt, das Geben ist seliger als das Nehmen. Er hat sich wirklich investiert. Und für mich ist es der Schlüssel, was daraus alles entstanden ist in Ephesus, wenn wir jetzt die nächsten 2 Monate in den Epheserbrief eintauchen und die Geschichte, die Gott mit den Menschen dort geschrieben hat und mit Paulus. Er musste sich immer einmal entscheiden, ja, ich bin ein Apostel, ich habe einen Auftrag zu reisen, aber irgendeinmal muss ich ankommen. Irgendeinmal muss ich weniger zielorientiert sein, sondern vielleicht etwas mehr beziehungsorientiert. Unterwegs oder dazwischen tut Gott oft mehr, als wir denken. Gottes Wille ist manchmal wirklich gerade im Hier und Jetzt. Und wir müssen uns nicht immer fragen, was könnte Gottes Willen sein? Einfach, komm mal an. Das ist wahrscheinlich Gottes Wille Nummer 1. Ankommen darin, wo wir sind. Und ich möchte jetzt im zweiten Teil kommen zu dieser Andacht eigentlich. Weil 10 Jahre nach seinem ersten Besuch, wo er so schnell rein, raus, hin und her, 10 Jahre später, glaube ich zu sehen, auch wie Paulus schreibt und wie er Prioritäten setzt und was ihm wichtig geworden ist, glaube ich einen Sinneswandel zu sehen, was ihm wichtig geworden ist. Und für mich ist es eine der großen Perlen vom Epheserbrief, und ich gebe dem einfach den Titel Ankommen. Es steht hier geschrieben, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist unglaublich, dass Paulus einen solchen Text aus dem Gefängnis rausschreibt. Er kann nicht mehr herumreisen, er kann nicht mehr irgendwo die Geschichte schreiben, die er eigentlich wollte. Und hier innerhalb vom Gefängnis geht er noch auf die Knie und anerkennt, obschon es an einem Ort ist, wo er gar nicht sein will, wo er irgendwo Gottes Souveränität anerkennt.
wo er immer landen muss und sich auch damit abfinden muss, dass Gott ihn jetzt dahingestellt hat. Und dass die Situation, wo er jetzt drin ist, dass die unglaublich viel mit Gott zu tun hat. Obschon es nicht das ist, wie er vielleicht seine Reise und seinen Impact vorgestellt hat. Wir wissen nicht viel von den 3 Jahren, die Paulus gepredigt und all Wunder getan hat. Wir können einige davon lesen. Aber den Epheserbrief, den haben wir heute noch. Ist heute für uns eine Perle. Ist wirklich, ich würde sagen, ist eine Perle von der ganzen Bibel. Wieso haben wir den? Weil er im Gefängnis war. Was konnte er dort sonst machen? Nur schreiben. Es hat einen Impact. Und hier ist Paulus. Und das ist für mich etwas, das uns immer wieder hilft, um zu landen. Anbetung, das Niederknien, das irgendwo zugeben, Herr, du bist souverän, mittendrin, mitten in der Situation, wo ich bin. Ich warte nicht einfach auf bessere Zeiten, sondern ich glaube, dass du hier bist. Etwas, das ich liebe am Bild vom Anbeten auf den Knien. Du kommst weg von deinen Füßen. Du kommst weg irgendwie vom Weitergehen und dein eigenes Ding durchziehen, sondern du landest einfach mal. Du musst anerkennen, wer Gott ist. Ich weiß ja nicht, wo du stehst momentan im Leben. In meinem Leben, ein Schlüssel ist immer wieder zu stoppen. Anbetung ist für mich oft so einfach ein Stopp. Eigentlich ist es noch viel mehr, es ist wie ein Reset. Wo man einfach wie ein Computer neu startet. Sagen, hier bin ich, Herr. Nicht, was ist als nächstes dran, sondern was ist jetzt dran? Ich glaube, es war ein Schlüsselmoment. Und es ist etwas, was Paulus die Gemeinde in Ephesus auffordert. Hey, land wieder mal. Landet. Ihr redet davon, wo euer Dasein verdankt. Ein Moment der Dankbarkeit. Wenn du Mühe hast zu landen, dort wo du bist, Dankbarkeit wird absolut ein Schlüssel dazu sein. Ich liebe, was Schiller sagt, der größte Killer der Dankbarkeit ist die Selbstverständlichkeit. Dass dort, wo Gott dich momentan reingesetzt hat, dass es nicht einfach selbstverständlich ist, sondern fang ihm an zu danken. Und du wirst Gottes Wille darin erkennen und es wird eine Welt aufgehen. Unsere Pastorin Jeanette Döst hat mal gesagt in einer Predigt, das habe ich aufgeschrieben und wiedergefunden, wer einmal mit dem Danken anfängt, wird immer reicher. Unglaublich super Statement. Wisst ihr, das erste Mal, als Paulus in Ephesus war, rein, raus, er hat nicht viel mitgenommen. Aber das zweite Mal ging er als reiche Person raus. Er wurde beschenkt, er wurde zum Geschenk, da ist etwas passiert. Er sagt dann weiter, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Das Verwurzeltsein. Gottes Wille ist Gottes Liebe. Du sollst den Herrn von ganzem Herzen, mit aller Kraft und ganzem Verstand
lieben. Und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Was ist Gottes Wille? Manchmal musst du einfach landen und sagen, ich verwurzle mich hier, ich investiere mich in Beziehungen. Und da raus passieren schöne Sachen. Ich habe kürzlich meine Erdbeeren versetzen müssen. Und die Erdbeeren, die ich versetzt habe, die trugen dieses Jahr kaum Frucht. Und ich glaube, es ist schon ein klares Bild auch für den Menschen und oft mit unserer Frustration, die wir tragen. Und du denkst, Herr, was ist dran und wie kannst du mich gebrauchen und das? Lande mal, schlag mal Wurzeln, verwurzle dich. Daraus wachsen Dinge, die du niemals erträumen hättest können. Und das heißt hier zusammen mit allen, ich glaube, das ist auch eine. 10 Jahre später hat Paulus was gemerkt. Hey, es ist nicht nur etwas, das ich alleine mache. Er denkt ganz anders, nicht mehr er der Apostel und jetzt macht er seinen Dienst, sondern er sieht, wow, das ist ein Gemeinschaftsding. Wenn wir wirklich sehen wollen, dass das Reich Gottes anbricht, dann müssen wir da zusammenhalten. Und dann kommt dieser unglaubliche Lobpreis. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir je erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Aus dem Verwurzeltsein entstehen unglaubliche Dinge, die viel größer sind als das, was wir uns je erträumen können. 10 Jahre Erfahrung von Paulus, vom christlichen Aktivismus zum Landen und dort, wo er gelandet ist, dort wächst was, was er niemals aus eigener Kraft, aus eigenem Ringen, aus eigenem Ansporn hätte machen können. Klar, er ist ein paar Jahre älter geworden und hat vielleicht nicht mehr so den Pfupf. Aber für mich der Schlüssel von all dem, was Paulus erreicht hat in Ephesus, war, dass er sich entschieden hat, zu landen. Sich zu geben, sich zu investieren. Und nicht damit gespielt hat, was könnte ich verpassen? Was hat Gott sonst noch alles vor? Sondern das Leben ist voller Zwischenstopps. Ein Slogan, den ich gerne gebrauche in unserer Kirche ist, alles hat ein Ablaufdatum. Ja, dort, wo du drin bist, höchstwahrscheinlich ist es nicht die letzte Station. Es geht immer weiter. Aber beschäftige dich nicht mit dem, was noch kommt, sondern komm an. Lande hier. Docke an. Und vertraue, dass daraus Gott wunderbare Geschichten schreibt. Verwurzelt sein. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen einfach noch in eine Zeit der Anbetung gehen. Und ich weiß nicht, wo du momentan auf dem Zwischenstopp bist. Oder vielleicht wo du momentan lieber nicht sein möchtest oder dich freust, wenn endlich das neue Kapitel kommt. Ist mein Gebet, dass du heute erkennst, dass Gott will, dass du mal landest.
er findet schon einen Weg, dich da wieder rauszubringen. Paulus wurde dann durch einen Tumult vertrieben, er musste eigentlich flüchten. Gott hat seine guten Wege. Er weiß das Timing. Aber die Zeit musst du nicht managen. Du musst landen, ankommen, den Anker setzen und sagen, ich investiere mich da. Ich schlage Wurzeln. Und Gott schreibt dadurch Geschichte auf eine unglaubliche Weise. Ich lade euch ein, eure Hände zu heben und einfach sagen, Herr, hier bin ich. Ich lande. Ich komme an. Herr, und dort, wo wir uns Gedanken machen, wie es weitergehen könnte, wir wollen vertrauen, dass du im Zwischenstopp etwas ganz Besonderes mit uns tun willst. Herr, dass auf dem Weg oft das Göttliche passiert, nicht erst am Ziel. Ich möchte euch alle segnen und aussprechen, dass ihr das für eure Situationen, für eure Zwischenstopps erleben dürft. Halleluja, danke Jesus.